Hallihallo und herzlich willkommen bei LS17, der Umbau. Ja, es hat leider ein bisschen länger gedauert, bis eine neue Folge rauskommt, aber ja, erstens hatte ich nicht so recht mehr so den Ansporn, hier was zu machen, und zweitens ist ziemlich viel passiert, so technisch des Kanals, wie ihr wahrscheinlich schon mitgekriegt habt, wenn ihr die Klingel aktiviert habt, dass ich auch jetzt Rennspiele gemacht habe und ja, auch halt einen Livestream. Und ja, wir sind jetzt so eine Doppel-Community, würde ich mal so sagen. Also die landwirtschaftliche und die, ja, die Racer, also die Autofraktion, sag ich mal, nenn ich mal so. Und ja, oh, ein bisschen unkonzentriert hier gerade, und das ist gerade nicht so einfach, alles unter einen Hut zu kriegen, obwohl LS kam ja, zwar nicht der Umbau, aber ja, wie gesagt, jetzt geht es weiter. Ich versuche das dann mal. Dann wird der Umbau ja, alle 3 Tage kommen? Nee. Alle 4 Tage, ne? Also der Umbau wird sich dann abwechseln mit LS. Also mit den normalen LS. Mit diesem, ne? Wo wir halt nichts bauen, sondern halt, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Da denke ich mal, ist das wohl die beste, der beste Kompromiss. Ja, wir ein bisschen hier, ne? Ich würde schon sagen, nimmt der jetzt Gras weg? Nee. Ja, weil, wie gesagt, das ist halt Hobby. Ich möchte das auch ziemlich, ne, so machen, dass mal aktuell was kommt. Also jeden Tag im Prinzip, oder ja, jeden zweiten Tag, sag ich mal so. Aber das ist nicht so ganz einfach, weil, ja, zu Hause muss noch was gemacht werden und so. Und ja, ich hoffe, ihr versteht das auch so ein bisschen. Bei Fragen oder sowas bitte in die Kommentare schreiben. Nicht so machen wie der eine hier. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber der kam im Livestream rein. Also im normalen LS-Livestream. Und hat einfach nur geschrieben. Ohne Moin oder sowas. Also ohne Begrüßung. Das finde ich auch schon mal so ein bisschen doof, sag ich mal. Könnt ihr mal eben schreiben, hallo oder moin oder guten Tag oder irgendwie sowas. Und dann hat er gefragt, wenn es mit LS, also mit dem Umbau weitergeht. Ja, weil das ja ein Livestream ist, hätte ich da ja, oder bin ich eigentlich da ja gleich drauf eingegangen. Aber ja, was ich jetzt noch mache, weil die Community oder, ne, der Kanal halt größer jetzt wird. Ich werde eure Wünsche nicht mehr ganz so extrem drauf eingehen. Natürlich, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder so, ne, dann machen wir das. Aber ja, aber so aktiv seid ihr ja nicht. Leider. Ja, man kann das jetzt als positiv oder negativ auswirken lassen. Also ich finde es eigentlich, ja, so beides. Ja, also diese Map hier, mal so, nochmal, dann weiter hierbei. Weil ich habe den Faden leider verloren. Ja, also da muss ich dann halt einen Kompromiss machen.
Ja. Ich kann ja jetzt auch nicht alles machen hier wie andere. Wie gesagt, ich habe ja auch noch zu Hause was zu tun und so. Und ja. Ich versuche ja so gut wie es geht alles zu machen. Bloß, das klappt nicht immer. Und jetzt fahre ich hier nur rum und muss das hier eigentlich fertig machen. Mal sehen, ob ich das so schaffe jetzt oder nicht. In dieser Folge. Eigentlich wollte ich ja hier noch ein Feld hinmachen. Oder einen Wald. Aber weil ich hier nicht mehr so die großen Ideen habe, leider. Was man jetzt hier noch so großartig machen kann. Und ihr euch ja so aktiv hier beteiligt, bin ich auch am überlegen, ob ich das wirklich im Wechsel mache mit LS oder halt, ja, zwar ist das mein Zugpferd gewesen hier, oder ist mein Zugpferd, da habe ich die meisten Aufrufe drauf, da weiß ich noch nicht, wie ich das machen soll. Also ich versuche es erstmal im Wechsel zu machen mit LS, also mit dem normalen LS halt, ne, so wofür es eigentlich auch gedacht ist. Und ja, ich werde dann auch die Karte wechseln. Ja, diese hier weiß ich noch nicht, die lasse ich dann erstmal hier. Vielleicht gibt es doch mal ein... Ja, wird dann hier immer nochmal weitergemacht oder umgebaut nochmal andere Sachen oder sowas. Mal sehen, was noch alles kommt. Und ja. Auf jeden Fall wird es eine andere Karte geben nächstes Mal. Ja, ihr könnt ja vielleicht mir Kommentare schreiben, welche das ist. Oder ob ihr schon, ja, vielleicht eine Idee habt oder... Ja. Und was noch ganz wichtig ist, zu wissen vielleicht für euch, ihr fragt nach LS und ich kann dann auch nachgucken, wie lange ihr jetzt eigentlich geguckt habt. Ich sehe die Aufrufe und auch halt die Wiedergabezeit. Also sehe ich, ob ihr das halt nur durchgeskippt habt oder auch richtig angeguckt habt. Aber naja. So. Manche Sachen, da schneidet ihr euch manchmal selber ein bisschen mit ins Fleisch. Also ihr fragt dann Sachen oder so, die ich eigentlich schon mal beantwortet habe. Ja. Finde ich zwar ein bisschen schade, weil ich mir auch eigentlich ja Mühe gebe, denke ich mal. Dass ich das alles so hinkriege und so. Weil das ist halt auch meine Freizeit. Und ja, wie gesagt, das mache ich auch gerne, sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Aber ja, bitte respektiert das, sowas, ne? Und wie gesagt, ich werde dann auch vieles selber entscheiden und sowas. Und ja. Wie lange haben wir noch? Wir haben ja jetzt 10 Minuten oder so. Das geht ja noch. Auf jeden Fall sage ich dann mal, der nächste Umbau wird auf jeden Fall auf einer anderen Karte stattfinden. Ja. Könnt ihr dann ja mal in die Kommentare schreiben, welche das vielleicht ist. Eigentlich würde ich sagen, ist es ziemlich offensichtlich. Also es könnte eigentlich nur... Es ist immer so, es sind nur zwei Karten, ja, in Aussicht. Wovon ich auch schon mal gesprochen habe. Ja. Und ja, ich bin noch an ein kleines, ja, Projekt für euch dabei, was zu machen. Nicht, wo ihr mitmachen könnt, ja auch, so indirekt. Aber ich denke mal, dass das eine, ja, dafür wird es auch bald ein Infovideo von geben und so, was ich schon lange angekündigt habe.
Aber wie gesagt, ich bin auch noch nicht zugekommen. Aber es kommt bald. Jetzt will ich auch noch mal gucken, wann ich das hinkriege. Ja, ich kann auch nur ein so, ne? Entweder was aufnehmen hier oder muss noch mal versuchen, irgendwie ein bisschen was vorzuprogrammieren. Alles klar, vorzuproduzieren. Und über kurz oder lang wird es nicht nur LS geben. Natürlich wird es auch geben, aber nicht nur. Es werden auch Rennspiele geben, die jetzt schon so mehr oder weniger da sind. Need for Speed Undercover zum Beispiel. Das wird ein langes Projekt. Das heißt, ein langes, das wird halt durchgespielt. Need for Speed Most Wanted wird halt automatisch nach dem Stream hochgeladen. Wenn ihr das anguckt, in Ordnung. Wenn nicht, auch gut. Ja. Und das andere Projekt, wo ich bei bin, das dauert noch ein bisschen. Wie gesagt, könnt ihr... Da ist es für euch. Ihr könnt da indirekt mitmachen. Indirekt heißt... Für die jüngeren Zuschauer. Ihr habt ja zwar was von, aber ihr könnt da nicht mitmachen. Also aktiv. Also ihr habt, ihr könnt da nichts dran machen. Dran mitspielen oder verändern oder sowas. Also, ja. Mehr möchte ich eigentlich auch nicht verraten. Vielleicht weiß schon jemand, was ich angedeutet habe. Ja. Das ist soweit das. Und dann würde ich mal sagen, kriegen wir das hier nicht mehr fertig, weil das ganz schön lange dauert hier. Länger als gedacht. Das ist doch wohl nicht wahr hier. Lalalalala. Ah, Junge, Junge. Fahr mal hier so quer voll ein. Vielleicht wäre das auch ein bisschen schneller, kleiner hier. Ja, das ist auch 3 Meter nur, ne? So, was will man verlangen davon, ne? Von 3 Meter. So, dann machen wir das mal hier ein bisschen fertig. So. Oh, wir haben ja schon einen kleinen Grünstreifen. Dann würde ich mal sagen, setzen wir da mal gleich ein paar Bäumchen. Wir machen das hier nochmal fertig hier. Wupp. So. Ja, die das hier halt auch zu Ende gucken, also durchgucken. Es wird auf jeden Fall schon mal wieder gefragt, ob ich das auch mal live machen könnte. Wer wäre denn alles dabei, wenn ich das mal live machen würde oder sollte wieder? Hätte ich auch wieder Lust zu, dass ihr dann mal also gleich aktiv dabei sein könnt, ohne irgendwie große Wartezeit zu haben. Wie gesagt, das wird dann nicht zu groß eure Entscheidungen mitgenommen. Also dann wird ich euch eine Auswahl geben und ja, entweder müssen wir das mal so gucken, ob wir das so abklären können, also abzählen können, oder ob ich das ist dann auch so ein kleiner Test,
dann auch nicht sauer sein, wenn das euer Ergebnis oder euer Wunsch nicht geworden ist. Das müsst ihr dann halt auch leider respektieren. Oh, kleines Bäuerchen. Schluck auf, wie er gesagt. Ja. Das würde mich mal interessieren, wer da alles bei wäre. Das wird auf jeden Fall ein Sonntag werden dann. So, wo haben wir denn da? Eichen. Eichen sind nie verkehrt. Haben wir da eine Eiche, da eine Eiche, hier eine Eiche, dort eine Eiche. Dun. 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 Ein bisschen so. So. Wir könnten auch überall mal ein paar Bäumchen hier hinpflanzen, ne? Aber. Achso, da geht. Okay. So. Das wäre das. Aho. Aho. So. Und so, und so, und so, und so. So, 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 so. Ob das jetzt schön aussieht oder nicht, kann man sich wieder drüber streiten. Ich find's nicht verkehrt so. Aber naja. Wupp. Wupp. Doppelwopper. So, eine Birke. Bop. Bop. Gut. Setzen wir da mal eine Birke und da eine Birke und hier eine und dort. So. Ja. Ich sehe so gut wie gar nichts hier. Ja, wir haben schon einen guten Wald, glaube ich, hergerichtet schon. Ich sehe nämlich nicht, wo meine Bäume sind. Da, da, da. Können wir hier nochmal was hinpflanzen? Bisschen reinzoomen vielleicht. So. Machen wir da mal einen hin. So. Stellen wir mal aus. Gucken wir mal, wie das aussieht. Ja. Kann man wohl so lassen, würde ich sagen. Boah. 161, 147, 119. Okay. Ja. Das kann man wohl so machen, würde ich sagen. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Den Ast, weiß ich nicht, ob der so gut platziert da ist. Ja, das kann man auch machen, oder? Hier haben wir jetzt ein Ahorn stehen. Okay. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir wohl durch mit der Folge. Ja, so 20 Minuten. Würde ich mal sagen. Gehen wir mal hier hin zum Weg. Ja, hier können wir auch noch was hinpflanzen, damit das vielleicht ein bisschen schicker aussieht oder so. Ja, so. Ja. Aber gut. Eigentlich habe ich soweit alles gesagt. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Auch wenn das Thema vielleicht nicht so ganz so schön war für den einen oder anderen. Aber ich brauche ein paar Themen. Ansonsten wieder ein paar Themen vielleicht in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ne? Dafür sind die Kommentare da. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bei der Umbau und zwar auf einer anderen Karte. Bis bald und tschüss.